Moin und herzlich willkommen zum King Title Tag. Ich wurde von der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff zu diesem Tag nominiert. Das ist ja schon etwas länger her. Ich habe es aber nicht vergessen. Ich wollte diesen Tag auf jeden Fall mitmachen, aber am Anfang des Jahres hatten so ein paar andere buchige Videos noch Vorrang. Jetzt komme ich endlich dazu und ich freue mich sehr, weil ich finde die Aufgaben dieses Tags wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Es geht jetzt inhaltlich gar nicht so sehr um Stephen King Bücher. Nur die Aufgaben werden jeweils mit Buchtiteln von Stephen King halt übertitelt sozusagen. Und man zeigt dann andere Bücher, die halt zu dieser Aufgabe passen, in die Kamera. Ja, es sind auch relativ viele Aufgaben, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und zwar mit der ersten. Friedhof der Kuscheltiere. Zeige ein Buch, in dem ein Tier eine wichtige Rolle spielt. Und da war für mich schon klar, da habe ich so viel Auswahl in meinem Regal, weil ja, ich weiß, ich wusste gar nicht, welches Buch ich da zeigen soll oder wählen soll. Ich habe dann erstmal, um es ein bisschen einfacher zu machen, alle tierähnlichen oder magischen Tierwesen rausgenommen, wirklich reine Tiere. Und dann war es aber immer noch nicht so wenig. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für drei Bücher entschieden. Und zwar ist es zum einen der Hummelreiter Friedrich Löwenmaul. Und ich finde dieses Cover so schön. Das ist ein Kinderbuch, ich glaube, ab 10 Jahren empfohlen. Und hier geht es um Friedrich Löwenmaul, der zusammen mit der Hummel Hieronymus Brumsel halt auf Spion-Tour gehen soll, und zwar für das Reich, ja, das Nachbarreich sozusagen ausspionieren. Und da gehen sie halt auf Abenteuertour, und das ist wirklich sehr lustig, verrückt und auch ein bisschen magisch. Und die Hummel Hieronymus Brumsel hat es mir auf jeden Fall angetan, und die spielt hier auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Dann habe ich mich für die Katzen aus Ted Williams Traumjäger und Goldpfote entschieden. Das ist Katzenhai-Fantasy und das in einem Einzelband. Das hat mich unglaublich geflasht, das Buch. Also wer Hai-Fantasy liebt und Katzen als Protagonisten haben möchte, der sollte sich hier auf jeden Fall mal reinlesen. Also Katzen inklusive Katzenmythologie, Katzenreligion und viel Abenteuer. Es geht auch ziemlich zur Sache. Also es ist nicht kein Kinderbuch, also kein Warrior Cats. Also es geht auf jeden Fall gewalttätig und blutig auch und ein bisschen unheimlich auch zur Sache, aber wirklich sehr empfehlenswert. Und als letztes möchte ich euch noch ein Buch in die Kamera halten, was ich jetzt gerade im Lesemonat euch schon vorgestellt habe und auch davon geschwärmt habe. Und zwar ist das Das Herz der Nacht von Fabienne Siegmund. Dieser magische Zirkusroman habe ich ja von geschwärmt, und dann habe ich aber vergessen, einen Punkt zu erwähnen, der mir eigentlich sehr wichtig war und der mir sehr positiv aufgefallen ist. Und das hat mich dann geärgert, aber zu dieser Frage passt es. Und zwar geht es ja hier um einen Berufszauberer, der zusammen mit seiner Freundin, einer Tänzerin, in den Straßen von Venedig auftritt, und eines Tages verschwindet seine Freundin und er sucht sie die ganze Zeit und er findet sie schließlich wieder in einem Zirkus. Sie hat aber die Erinnerung an ihn verloren und ja, ist aber sehr freundlich zu ihm und fragt, ob er nicht in diesem Zirkus bleiben soll, denn ja, einen Zauberer hätten sie noch nicht. Und ein Zauberer, zu einem Zauberer gehört natürlich ein Kaninchen. Und dieses Kaninchen möchte ich hier erwähnen zu dieser Aufgabe, denn dieses Buch ist sehr, sehr poetisch und sehr melancholisch geschrieben. Und es ist sehr, sehr berührend, wie sehr ihn dieses Kaninchen immer wieder zurückholt. Und es ist einfach nur ein Kaninchen. Es ist kein sprechendes Kaninchen. Es hat keine besonderen Fähigkeiten. Okay, manchmal hat es so diesen sechsten Tiersinn, hat man das Gefühl. Aber ansonsten ist es einfach nur ein Karnickel. Und aber das ist meistens der einzige Gefährte, der einzige Freund, den er noch hat, und die einzige Hoffnung und die einzige Liebe, die ihm noch geschenkt wird in diesen Momenten. Und das ist so berührend gewesen, dass ich das hier nochmal erwähnen möchte, dieses Kaninchen. Ja, das war die erste Aufgabe. Ich glaube, jetzt habe ich zu allen Fragen aber nur noch ein Buch, habe ich mich zusammengerissen. Zweitens, Sie. In welchem Buch spielt ein Buch eine große Rolle? Und auch da konnte ich mich schwerlich entscheiden, weil ich da auch einiges habe. Aber so viele Bücher,
die von Büchern handeln, kennt man ja, sowas wie Tintenherz ist vielleicht sowas, oder die Stadt der träumenden Bücher ist vielleicht sowas, was viele in die Kamera halten würden. Und ich wollte jetzt etwas zeigen, was ja vielleicht ein bisschen unbekannter, ein bisschen unüblicher ist. Und zwar ist das Endymion Spring, die Macht des geheimen Buches von Matthew Skelton. Es ist schon länger her, dass ich das gelesen habe, deswegen weiß ich gar nicht mehr so sehr genau, was in diesem Buch so alles passiert. Ich weiß nur, dass es auch so das typische Herbstbuch war, dass es gerade Herbst war und in Oxford spielt und auch in verschiedenen Bibliotheken und eben ein geheimnisvolles Buch und dass man immer wieder in die Vergangenheit auch springt und dort von einem Jungen namens Endymion erfährt. Und ich möchte euch jetzt einmal den Klappentext vorlesen, weil ich das selber nicht mehr so gut zusammen kriege. Wer war Endymion Spring und was steht in dem geheimnisvollen Buch, das seinen Namen trägt? Mainz zur Zeit Johannes Gutenbergs. Im Dunkel der Winternacht schleift eine abgerissene Gestalt eine schwere Truhe durch den Schnee. Um den Deckel der Truhe winden sich Schlangen aus schwarzem Metall, die Köpfe mit den spitzen Zähnen zu einem raffinierten Schloss verschlungen. Fast sehen sie lebendig aus. Jahrhunderte später streift ein Junge gelangweilt durch die Bibliothek des ehrwürdigen St. Jerome's College in Oxford. Er zieht ein Buch aus dem Regal und plötzlich ist ihm, als hätte ihn etwas in den Finger gestochen. Auf den Einband des Buches steht, verblichen und kaum noch lesbar, Endymion Spring. Die Seiten sind leer, doch plötzlich zeigen sich im Papier feine pulsierende Äderchen, fast wie bei einem lebendigen Wesen. Dann erscheinen Wörter, Sätze. Es ist, als schriebe sich das Buch selbst. Blake, der Junge, ist auf ein uraltes Geheimnis gestoßen und dennoch hat sein großes Abenteuer gerade erst begonnen. Klingt das nicht cool? Also es ist ein wirklich atmosphärisches, gruseliges Herbstbuch mit dem Thema Buch eben auch. Und ich freue mich, dieses Buch irgendwann nochmal zu lesen. Und von diesem Matthew Skelton gibt es ja noch ein weiteres Buch, das aber nichts, glaube ich, mit dieser Geschichte zu tun hat. Aber das will ich auf jeden Fall auch gerne lesen. So, zur dritten Aufgabe, der Anschlag. In welchem Buch geht es um Zeitreisen? Ja, da hätte ich natürlich auch die Edelstein-Trilogie zeigen können und viele denken wahrscheinlich auch an Outlander, aber ich habe mir ein anderes gegriffen. Und zwar ist das Der Feenturm von Eileen P. Roberts. Hier geht es um eine Studentin, die Urlaub in Schottland macht und dort, ja, ich glaube, mit Freunden zusammen, aber sie gerät so ein bisschen auf Abwägen und gerät an eine uralte Turmruine, wo ihr ein Geist erscheint von einer Piktenkriegerin, die seit 2000 Jahren an diese Stätte gebunden ist, und sie fleht sie um Hilfe, dass sie für sie Rache ausüben soll. Und natürlich glaubt unsere Protagonistin noch nicht wirklich daran, dass das tatsächlich ja wahr und real ist, aber sie lässt sich dann doch auf dieses Abenteuer ein und sie wird 2000 Jahre in die Vergangenheit geschickt und soll dort eben Rache ausüben. Ja, es ist auf jeden Fall für alle Fans von Outlander etwas, die vielleicht nicht eine ellenlange Reihe lesen wollen, sondern nur ein Einzelband. Ein bisschen mehr mit Magie hat es zu tun und es ist natürlich auch viel früher in der Zeit spielt es. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Die nächste Aufgabe lautet: Viertens, Carrie, nenne ein Buch mit einer weiblichen, starken und etwas durchgeknallten Protagonistin. Und da ist mir sofort die Protagonistin aus dem Werk Nevernight eingefallen, was ich ja jetzt gerade erst gelesen habe. Und zwar Nevernight, die Prüfung von J. Christoph, die Mia Corvere. Ja, schwört sich schon als Kind Rache, denn ihre Familie wird abgeschlachtet und ja, um sich ordentlich rächen zu können, möchte sie als Assassinen ausgebildet werden. Dazu kommt sie an den Roten Orden, nee, die Rote Kirche, wo sie eben als Assassinen ausgebildet wird. Und Mia ist eine wirklich sehr, sehr starke Protagonistin, aber sie ist eben auch sehr getrieben von ihren Rachegelüsten und sie ist eben auch sehr speziell, weil eine Katze in ihrem Schatten verweilt, die ihre Ängste, die sich von ihren Ängsten ernährt. Und ja, sie ist von der Sprache ist das Buch eh auch wirklich sehr vulgär zwischendurch, wirklich sehr
Derb und auch mir ist das. Und ja, deswegen passt das hier perfekt. Sie ist sehr, sehr stark, hat natürlich auch ihre Schwächen, aber sie ist auch etwas durchgeknallt, kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen war das die Aufgabe wirklich sehr leicht für mich. Fünftens, das Bild. In welchem Roman spielt ein Kunstwerk eine tragende Rolle? Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es ist tatsächlich in mehreren Büchern kommt es tatsächlich vor, dass ein Kunstwerk oder ein Bild irgendwie eine Rolle spielt. Also irgendwie scheint es ja auf uns eine Faszination auszuüben. Und da ist mir ein Buch in die Hände gefallen, was ich damals auch sehr gerne gelesen habe. Und zwar ist das Imago von Isabel Abedi. Von Isabel Abedi habe ich ja einiges gelesen und was mir sehr gut gefallen hat. Und hinter diesem Buch wird man jetzt gar nicht denken, verbirgt sich auch ein Zirkusbuch, ein Zirkusroman. Und zwar geht es um Vanya, die ihren Vater sucht, glaube ich. Also sie ist nur von ihrer Mutter großgezogen worden und über ihren Vater wird nicht gesprochen. Und eines Nachts wird sie um Mitternacht zu einer bestimmten Ausstellung eingeladen. Also ich glaube, irgendwie ganz mysteriös über ihren Wecker wird sie halt eingeladen. Und dort, ich glaube, das heißt Vaterbilder oder so, diese Ausstellung. Und es werden mehrere Jugendliche eingeladen und jeder hat irgendwie sein Bild. Und in dieses Bild kann man hineingehen. Und Vanyas Bild ist eben ein Bild von einem Zirkus, von einem Artisten, glaube ich. Und sie steigt in dieses Bild. Und dort herrscht aber auch eine dunkle Gefahr, die sie bannen muss. Und natürlich hat das alles Symbolkraft, was hier in dieser Parallelwelt, in diesen Vaterwelten, in diesen Vaterbildern passiert. Aber diese Symbolik hat mir ja sehr gut gefallen, wirklich. Hat Spaß gemacht. Für alle Fans von, ja, von Zirkusgeschichten, aber eben auch von Geschichten, die auch eben so diese Selbstfindung und wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und ja, möchte ich jemanden kennenlernen, der uns verlassen hat und so weiter und so fort. Das behandelt das alles und kann ich wirklich sehr empfehlen. Sechstens, in einer kleinen Stadt zeige ein Buch, in dem es um einen oder mehrere besondere und magische oder magische Gegenstände geht. Da ist mir natürlich sofort eine meiner Lieblingsreihen eingefallen, der Goldene Kompass, das magische Messer und das Bernsteinteleskop. Aber ich wollte hier in diesem Tag mal ein paar Bücher zeigen, die ich lange nicht mehr gezeigt habe oder noch gar nicht gezeigt habe und bin ein bisschen mehr verstärkt in meinen Regalen rumgegangen und jetzt habe ich doch tatsächlich zwei Bücher wieder rausgepickt. Da konnte ich mich dann auch nicht entscheiden. Und zwar ist das zum einen wieder eine Lieblingsreihe, Der magische Reiter von Crispin Brattain. Das ist jetzt der erste Band. Bisher sind vier Bände auf Deutsch erschienen. Im Englischen gibt es aber schon mehr. Leider wird das nicht weiter übersetzt, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen habe ich mir Teil 5 und 6 auf Englisch gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das schon abgeschlossen ist. Na, jedenfalls geht es ja hier um Kerrigan. Und Kerrigan wird durch einen Zufall zu einer Botin des Königs. Und diese Boten sind nicht einfach nur Boten, die Nachrichten für den König hin und her bringen, sondern sie haben auch bestimmte Gaben. Und jedes Mal, wenn ein Bote stirbt, wird halt den nächsten sozusagen diese Aufgabe angetragen und es gibt so besondere Broschen und jede Brosche birgt eine andere besondere Fähigkeit. Und Kerrigan findet halt einen grünen Boten vom König, der halt im Sterben liegt und er ringt ihr eben das Versprechen ab, eine besondere Nachricht weiterzugeben. Und den Umhang und die Brosche bekommt sie halt von ihm vererbt sozusagen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie, ich glaube, sie konnte sich irgendwie unsichtbar machen, aber nachher steckte da noch irgendwie eine Fähigkeit hinter. Und dann gibt es hier noch zwei sehr interessante ältere Damen, bei denen Kerrigan Rast macht, mit denen sie sich anfreundet. Ich weiß gar nicht, waren das zwei Schwestern? Jedenfalls sind das so schrullige alte Damen, die ein großes Anwesen haben und dort auch einen Raum, wo sie ganz viele verschiedene magische Gegenstände sammeln. Und auch das hat mich wirklich sehr angefixt und passt auch sehr gut zu dieser Aufgabe.
Dann ist mir noch ins Auge gesprungen Stravaganza Stadt der Masken von Mary Hoffman. Das ist erst mir spät eingefallen, weil das gar nicht hier hinten in meinem Bücherregal steht, die Reihe, sondern in meinen unsichtbaren Bücherregalen, ja, diese Winkel an der Wand hängen. Und deswegen ist mir das erst später eingefallen. Aber bei Stravaganza geht es ja auch um, ja, von der Reise, jetzt ist keine Zeitreise unbedingt, sondern von der Reise in unsere Welt, in eine Parallelwelt. Und es geht hier in diesem Band um Lucien, der, ich glaube, Krebs hat und im Bett liegt und ihm wird, ich glaube, von seinen Eltern so ein Notizbuch, so ein kleines Notizbuch geschenkt. Und jeder, der halt in diese Parallelwelt gelangt, der hat so ein Talisman. Und wenn man mit diesem Talisman in der Hand einschläft, gelangt man halt in diese Parallelwelt, die im Grunde ähnlich aufgebaut ist wie unsere, nur halt, dass es magische Elemente gibt. Also ich glaube, er kommt dann, wie man das hier schon sieht, ins Venedig, in dieses Venedig der Parallelwelt. Und ja, es ist wirklich, ich finde, es ist ein Sommer-Fantasy-Buch. Vielleicht liegt es daran, dass ich es damals im Sommer gelesen habe, aber für mich hat es so eine sommerliche Atmosphäre. Wahrscheinlich auch eben, weil es eben in Italien spielt oder diese Parallelwelt so italienisch angehaucht ist. Es gibt vier Bände auf, im Deutschen. Ich weiß gar nicht, ob es noch weiter geschrieben wurde. Jedenfalls besonders die ersten drei Bände, die jeweils sich um einen anderen Protagonisten ranken, die sich dann aber in den Bänden irgendwann auch treffen. Und jeder hat eben seinen eigenen Talisman, mit denen er halt rüberreisen kann. Also auch das ist mir eingefallen zu dieser Aufgabe. So, es geht weiter. Siebtens, der Talisman. In welchen deiner Bücher geht es um Glück? Und das ist mir auch ganz leicht gefallen, weil es im Titel schon steht. Und zwar, Anton hat kein Glück von Lars Waser Johansen. Das ist ja eines meiner Lieblingsbücher geworden, tatsächlich im vorletzten Jahr war es, glaube ich. Und es ist mittlerweile als Taschenbuch erschienen, aber denn unter dem Titel Holla die Waldfee. Aber ich glaube, das Cover sieht genauso aus. Und hier geht es eben um Anton, der ist auch Berufszauberer, hat wirklich kein besonderes Händchen mehr für seinen Beruf oder hat keinen Erfolg und selbst die Rentner oder die Kinder kann er nicht mehr begeistern und er ist sehr, sehr deprimiert deswegen und so langsam kommt er auch in seine Midlife-Crisis. Ich glaube, er ist irgendwie Ende 40. Und irgendwann hat er dann auch noch eine Panne mitten im Wald mit seinem Auto und er steigt aus und sucht Hilfe im Wald. Und er trifft auf ein kleines Mädchen, das ihn seltsamerweise bittet, sieben verschiedene Blumenarten zu pflücken. Und er denkt sich natürlich, das kannst du schön selber tun. Also Anton ist auch ein sehr großer Zyniker und ein ziemlicher Egoist. Und er bügelt das Mädchen sehr schnell ab. Das Mädchen ist allerdings nicht einfach nur ein Mädchen, sondern eine Waldfee, die ihn jetzt verflucht. Und somit hat Anton, der ja schon vorher nicht unbedingt sehr viel Glück hatte, noch weniger Glück, sondern sehr, sehr viel Pech. Und um das wieder zu lösen, diesen Fluch, muss er mehrere Aufgaben begehen. Und das ist unglaublich lustig und die Protagonisten finde ich auch einfach super toll. Hätte ich auch für eine andere Aufgabe nehmen können, aber hier passte das einfach. Auch wenn es jetzt hier nicht unbedingt, hier geht es mehr um Pech, aber natürlich denn im Umkehrschluss auch sehr, sehr viel um Glück. Denn es gibt, ist natürlich so wie eine Fabel aufgebaut und es gibt nachher natürlich auch ein Happy End. Aber ich fand es gar nicht so oberflächlich, denn durch diese Rückblicke hatte es auch sehr, sehr viel Tiefe, weil wir aus der Kindheit und Jugend auch viel von Anton kennenlernen, wodurch das Ganze, wodurch man Anton noch viel mehr kennenlernt und auch erfährt, warum er überhaupt zu so einer Person werden konnte, die ja sehr ja, unsympathisch wirkt. Neuntens, Daditz, ein Buch mit einem unvergesslichen Protagonisten. Ja, da habe ich mich für Ich und die anderen von Matt Ruff entschieden, denn dieser Protagonist ist wirklich was sehr Besonderes. Und zwar ist das, wie heißt er denn? Jake. Genau, Jake. Und in Jake hat also mehrere multiple, sagt das ja schon das Wort, also multiple Persönlichkeiten und er geht damit um, kommt so in dem Alltag damit klar, indem er in seinem Kopf ein Gebäude baut, ein Haus baut und jeder
Jede Figur in seinem Kopf hat halt eben einen Raum da drin und kann sie so in Schach halten. Und jede Figur bekommt aber auch Körperzeit, also kommt dann mal an die Öffentlichkeit, und so hat er sich irgendwie arrangiert. Aber sein Leben wird durcheinander gebracht, als er ein Mädel trifft, was auch multiple Persönlichkeiten hat und damit aber überhaupt gar nicht klarkommt, denn sie will es gar nicht wahrhaben und sie hat immer wieder Aussetzer und Wissenslücken, Erinnerungslücken, und er soll ihr jetzt ein bisschen helfen, weil er ja doch damit so ein bisschen besser klarkommt. Aber als er sich jetzt mehr damit beschäftigt und sich wieder mehr an seine Erinnerungen an damals heranwagt, merkt er, dass er noch nicht so richtig darüber hinwegkommt. Denn es gibt natürlich auch Gründe dafür, warum sie abgespaltene Persönlichkeiten haben. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr rührend und sehr tragisch, warum das passiert. Es ist natürlich auch sehr aberwitzig und komisch, besonders diese Dialoge zwischen den beiden verschiedenen multiplen Persönlichkeiten. Aber nachher wird es tatsächlich sogar noch wirklich gruselig spannend, zu fast schon so wie so ein Psychothriller. Und ein Roadtrip ist auch noch mit drin. Ja, also ein Protagonist, der wirklich sehr, sehr unvergesslich und außergewöhnlich ist, der halt mehrere Personen in sich trägt und damit auf eine ganz besondere Art und Weise klarkommen muss. Also eins meiner Highlights, war das 2018 oder 2017, jedenfalls ein großes Highlight von mir. Ich habe eine Aufgabe übersprungen, und zwar ist das achtens Der dunkle Turm. Welches Buch fängt von der Stimmung unten an, um sich zum Ende hin richtig zu steigern? Das war die schwierigste Aufgabe hier in diesem Tag. Da habe ich wirklich lange gar nichts gefunden und habe dann überlegt, ja, wo war die Spannung vielleicht von Anfang an nicht so da und ist dann später besser geworden. Aber ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, der groß viel Action braucht. Deswegen mag ich das auch. Aber ich habe jetzt das Buch rausgesucht, was ich immer wieder als Beispiel nehme, um zu zeigen, warum ich ungern oder fast nie Bücher abbreche. Auch wenn ich das jetzt auch mal mache. Aber eigentlich mache ich das ungern. Und zwar ist das hier das Beispiel dafür: Im Zeichen des Falken von Rainer Maria Schröder. Das ist eine Abenteuer-Geheimbund. Geschichte für Jugendliche und wirklich einer meiner Lieblingsreihen, die nichts mit Fantasy zu tun hat. Und hätte ich nicht weitergelesen, hätte ich die niemals ja, entdeckt. Ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und bin nicht so richtig reingekommen. Und dann habe ich das Buch erstmal beiseite gelegt und dann habe ich es wieder, irgendwann habe ich es dann wieder zur Hand genommen. Und habe dann auch die ersten 50 Seiten, fand ich auch noch nicht spannend, aber dann ging es richtig ab. Also vielleicht ist es ja so ein kleiner Kompromiss für diese Aufgabe, aber ja, dieses Buch möchte ich nochmal zeigen, weil es wirklich unglaublich abenteuerlich ist und so viele Geheimnisse birgt, auch so ein bisschen Indiana Jones mäßig ist. Es spielt 1830 und es geht um Tobias, der bei seinem Onkel wohnt. Und ich glaube, von seinem Vater wird ihm so ein Gehstock vermacht und irgendwie birgt dieser Gehstock ein Geheimnis und er wird verfolgt und muss fliehen tatsächlich und flieht dann mit einem Heißluftballon. Und erst ist er in Deutschland, dann ist er, glaube ich, in Frankreich, in England und ganz zum Schluss in Ägypten. Und alleine diese verschiedenen Kulturen und Orte, die er dann besucht und auf verschiedene Art und Weise reist und wen er alles kennenlernt. Also ja, sein Vater war halt Ägyptenforscher und ja, mehr möchte ich gar nicht verraten, aber ich sag nur, lest es. Also es ist jetzt auch eins der Bücher, was wirklich schon abgeranzt und gelesen aussieht. Es mag ich aber nicht aussortieren, weil es halt eine Widmung drin hat und ja, es ist einfach eine super schöne, tolle Reihe. Ich glaube, gibt es aber noch in anderen Ausführungen, in anderen Ausgaben. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Und zwar ist die vorletzte Aufgabe zehntens Joyland, ein Buch, das du liebst, viele aber total blöd finden. Und da hätte ich tatsächlich Joyland in die Kamera halten können, weil Joyland habe ich tatsächlich von Stephen King gelesen und fand es damals echt gut. Aber viele sind davon enttäuscht, weil es halt eben keine Horror- oder Gruselgeschichte ist auf einem Jahrmarkt, wie man sich das so denkt, sondern auch viel Drama in sich trägt.
und eine etwas ruhigere Geschichte ist, aber mir hat das dennoch gefallen. Also das hätte ich zeigen können, aber ich habe mich dann schlussendlich doch noch für was anderes entschieden, und zwar ist das Dunkelsprung vielleicht kein Märchen von Leonie Swan. Ich finde alleine das Cover wunderschön. Und das ist eine sehr poetische und melancholische Geschichte, die auch sehr fantastisch ist. Es geht um einen Flohzirkus-Dompteur. Und wie heißt er? Hat er einen Namen? Julius Birdwell. Und ihm passiert es leider, dass seine Flöhe erfrieren. Er lässt sie, glaube ich, vor der Tür, und nächsten Tag sind sie tot und er ist völlig verzweifelt und er möchte eigentlich einfach nur ja, ein ruhiges Dasein haben, aber jetzt ist er natürlich völlig verzweifelt und ich glaube, er stürzt sich in einen Fluss von der Brücke und begegnet einer Meerjungfrau und sie kann ihm helfen, aber dafür muss er ihre Freundin oder irgendwie auch eine weitere Meerjungfrau befreien. Und das ist so skurril, das Buch. Also es sind interessante Ideen und es ist nicht so das übliche Märchenbuch. Vielleicht steht deswegen auch drauf, vielleicht kein Märchen, weil es eben auch sehr melancholisch und tragisch irgendwie auch ist. Es hat immer so eine melancholische Stimmung die ganze Zeit durchweg. Aber es ist eben auch sehr, sehr fantasievoll und bezaubernd. Und deswegen möchte ich das hier da für diese Aufgabe nehmen, weil viele, glaube ich, für viele ist das vielleicht doch zu skurril und zu anders, aber mir hat das gefallen. Und jetzt kommt noch die letzte Aufgabe und auch die war wirklich sehr schwer. Da hatte ich auch fast kein Buch gefunden. Und zwar ist das elftens Mr. Mercedes, ein Buch eines Autors, der sich an ein für ihn unbekanntes Genre wagt. Und entweder hatte ich kein Buch dieser Kategorie im Bücherregal oder ich wusste es nicht, habe nicht genügend vom Autor, dass ich weiß, ob das vielleicht jetzt ein unbekanntes Genre ist. Aber ich habe mich jetzt schlussendlich für ein Buch entschieden, was für den Autor nicht ein unbekanntes Genre ist, sondern für mich ein unbekanntes Genre ist, was ich von dem Autor vorher noch nicht gelesen habe. Zuvor hatte ich nur Horror von ihm gelesen und jetzt war es eben Fantasy im Kinderbuchbereich. Er hat aber auch andere Reihen im Kinder- und Jugendbuchbereich schon ge geschrieben, deswegen passt es nicht so richtig. Und zwar ist das Der silberne Traum, die Chroniken der Nebelkriege von Thomas Finn eben. Und ich habe von ihm, wie gesagt, Horror-Thriller gelesen und das ist jetzt das erste Buch, was in dem Genre Kinderfantasy spielt, was ich von ihm gelesen habe. Und deswegen passt das jetzt. Ansonsten hätte ich nichts zeigen können. Ja, ich wollte aber eben was zeigen und deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Und ich muss sagen, dass mich seine Horrorromane mehr begeistert haben, aber auch hier hat er sehr, sehr viel Fantasie wieder heraufgeholt und es war auch teilweise lustig und auch sehr, sehr eine Liebeserklärung an das Meer. Eine High-Fantasy-Geschichte, die viel auf dem Meer und an der Küste spielt und auch die Fantasy-Welt ist unserer sehr angelehnt. Man sieht es hier an der Karte, dass es Deutschland zu sehen ist und auch in Hamburg haben wir uns befunden. Allerdings hieß es da den Hammerburg und war natürlich viel magischer. Ja, sehr, sehr viele skurrile und liebevolle Charaktere und Lebewesen hat er hier entworfen und ja, es war außerdem sehr rasant, aber ja, es fehlte so ein bisschen die Tiefe, aber ich finde, bei einem Kinderbuch kann man jetzt auch nicht so viel erwarten wie bei einem erwachsenen High-Fantasy-Roman. So, mir kratzt der Hals. Dabei war es nur eine halbe Stunde. Na gut, davor habe ich auch schon ein Video gedreht. Wen tagge ich jetzt? Wen nominiere ich jetzt? Also ich muss sagen, dass ich bei vielen den Tag schon gesehen habe, aber eine ist mir tatsächlich eingefallen. Und zwar ist das die liebe Trick vom Kanal Bibliothek, die ehemals die Bücherhexe war. Sie hat nämlich wieder angefangen, Videos zu machen und da freue ich mich extrem drüber, dass sie ja, wieder angefangen hat und sie hatte in den letzten Videos mal gefragt, ob man irgendwelche Ideen hat, was sie denn machen soll und ob man vielleicht auch Tag-Vorschläge hat, Tags, die interessant sind. Und deswegen nominiere ich dich jetzt und hoffe, dass du Lust drauf hast, da mitzumachen. Ich finde,
die Fragen wirklich sehr interessant. Und natürlich nominiere ich auch jeden, der noch nicht mitgemacht hat und der Lust dazu hat. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben und mir einige von den Fragen beantworten, wenn ihr möchtet. Das finde ich auch mal sehr interessant, was ihr da geantwortet hättet. Und ihr könnt natürlich auch gerne was zu den Büchern sagen, die ich in die Kamera gehalten habe. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!